Hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Wunderschönen guten Abend. Heute sind wir hier in der Gruppe in den Tag gestartet, wo ich dir einen Tipp mit auf den Weg gegeben habe. Wenn du das Video nicht gesehen hast, dann scroll hier mal. Heute Morgen war ich auch schon live hier in der Gruppe. Uhrzeit weiß ich jetzt gerade nicht. Um dir einen Tipp zu geben, wie du besser in den Tag startest, wie du quasi ein Check-in in den Tag machst. Und jetzt machen wir ein Check-out in den Tag. Ja? Ein Check-out in die Nacht vielmehr. Ein Check-out aus dem Tag. Darum darf es jetzt gehen, um das Ganze zu vervollständigen. Denn ich habe mich so gerade so zurückerinnert an mein Leben früher. Hallo, liebe Nettie. An mein Leben früher, das ja noch gar nicht so lange her ist, einige Jahre eigentlich erst, wenn ich von früher spreche, ist eigentlich erst einige Jahre her, wo ich abends um diese Uhrzeit ist gut, wie viel Uhr haben wir? 8:45, okay, mal so auf die Uhr geguckt habe und gedacht habe, ja, so langsam wird es dann Zeit, dass ich in mein Bett falle. War auch oftmals so um die Uhrzeit, dass wir Couching gemacht haben, ich sowieso die Augen schon auf der Couch zu hatte und irgendwie der Fernseher lief. Und ja, ich im Grunde genommen schon so das erste Schläfchen vor Erschöpfung gemacht hatte. Und bin dann einfach noch irgendwann ins Bett und dachte, okay, morgen früh dann noch einmal und dann ist Wochenende. Und so total erschöpft und natürlich nicht mit einem Lächeln unbedingt im Gesicht in den Schlaf gefunden habe. Und bin auch nachts oft auch aufgewacht, wo mich Probleme und Themen einfach beschäftigt hatten, die mir den Schlaf geraubt haben. Ja, es läuft gerade so ein Film vor meinem geistigen Auge ab. Wie viele Probleme und Herausforderungen ich da einfach immer hatte. Gesundheitlicher Art, finanzieller Art. Und dass ich einfach auch gemerkt habe, Mensch, das, was ich hier jetzt beruflich mache, das entspricht überhaupt nicht dem mehr, was ich eigentlich wirklich will. Habe mich aber immer damit getröstet, das ist eine Stelle im öffentlichen Dienst. Sei froh, du verdienst überhaupt schon mal noch mehr als andere da draußen. Sei froh, dass du überhaupt diese Stelle hast. Da draußen gibt es doch viel, viel mehr, denen es noch schlechter geht als dir oder dir geht es doch eigentlich gut. Kannst stolz sein, dass du eine Stelle hast. Brauchst du nur noch ein paar Jährchen durchzuhalten und dann gehst du in Frühpension und solche Dinge, ja? Aber letzten Endes ist das natürlich nicht sehr befriedigend und das zaubert natürlich nicht unbedingt ein Lächeln abends aufs Gesicht, wenn man dann ins Bett geht. Und deshalb möchte ich dir jetzt mal so aus dem Nähkästchen mit dir plaudern, was ich bislang immer noch mache und was wirklich so eine große Wende gegeben hat, was wirklich so ganz, ganz viel dazu beigetragen hat, hallo liebe Julia, dass ich wirklich meinem Leben eine andere Richtung geben kann. Das Thema ist nur, wenn ich dir gleich diese Tipps weitergebe, das Thema ist nur für dich, dass du jetzt dir das nicht nur anhörst, sondern dass du es auch machst, dass du es auch umsetzt. Das ist das eine. Und dass du es umsetzt nicht nur einmal, zwei oder dreimal oder ab und zu umsetzt, sondern immer und immer und immer wieder. So wie du morgens in den Tag einchecken kannst, so kannst du abends auschecken. Und wenn du das befolgst, wirst du dich definitiv in eine andere Richtung bewegen. Etwas, was ich bis heute beibehalte, und da kommen wir jetzt gleich zu. Aber wie gesagt, wir sind so dazu geneigt, ich habe das früher schon, im Grunde genommen konnte ich schon weiter sein, aber ich habe solche Anleitungen, deshalb erwähne ich das hier so explizit, schon. Was weiß ich, vor 15 oder auch vor 20 Jahren, vielleicht sind mir die schon mal begegnet, aber ich habe es nie umgesetzt.
Dachte, ja, ganz interessant. Ich habe es nie umgesetzt und wenn, dann habe ich es mal ein, zweimal gemacht und dann mir gleich wieder erklärt, ja, keine Lust zu oder funktioniert ja doch nicht. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, das wirklich als Selbstverständlichkeit in den Tag zu integrieren, worüber wir jetzt sprechen, vor allem in das Checkout aus dem Tag, das hat so, so vieles verändert. Und zwar, wenn du bitte mal hingehst ab heute und deine Aufmerksamkeit abends, bevor du ins Badezimmer gehst und dich bettfertig machst, kennst ja bestimmt den Unterschied zwischen Frauen und Männern. Männer, ja, gucken auf die Uhr, abends ist Zeit, um ins Bett zu gehen, die gehen ins Bett. Und wir Frauen dürfen uns ja erstmal noch bettfertig machen. Okay, also wir gehen mal erst noch ins Bad und machen uns bettfertig. Kleiner Scherz am Rande. Gehst du hin und holst dir ein schönes Büchlein und schreibst da mal rein drei Dinge immer und immer wieder. Hallo, liebe Monika. Drei Dinge, für die du dich heute anerkennen kannst, was du heute Wunderbares gemacht hast. Es können ganz unterschiedliche Dinge sein, die auch im ersten Augenblick oder so für den Moment, im ersten Augenschein, jetzt auch nicht unbedingt was mit deinem Seelenplan zu tun haben. Du kannst dich zum Beispiel anerkennen, dass du heute ganz interessante Erkenntnisse bekommen hast, die dich weitergebracht haben. Du kannst dich dafür anerkennen, dass du in der Mittagspause vielleicht mit einer Kollegin zusammengehockt hast, bei einem Tässchen Kaffee und sie dich um deinen Rat gefragt hat und du ihr da ganz wertvolle Tipps gegeben hast. Du kannst dich dafür anerkennen, wenn du heute vielleicht was ganz Leckeres gekocht hast, was der ganzen Familie gut geschmeckt hat. Oder du kannst dich dafür anerkennen, dass du dir vielleicht, keine Ahnung, heute Nachmittag mal eine Viertelstunde Zeit für dich gegönnt hast und mal einen leckeren Tee zubereitet hast oder was auch immer. Also nimm auch diese vermeintlichen Kleinigkeiten, die du als so selbstverständlich ansiehst, wo du denkst, das ist überhaupt nicht erwähnenswert, erkenne dich dafür an, dass du das gemacht hast. Oder vielleicht hast du ein Kompliment überraschenderweise von jemandem bekommen oder eine Idee zu irgendetwas bekommen. Erkenne dich dafür an, weil nicht nur, dass es dir ein gutes Gefühl verschafft, indem du das eben auch schriftlich fixierst und dir bewusst machst, somit, was du heute eigentlich auch geleistet hast. Es ist doch oftmals so, so ging mir das früher auch, dass ich das Gefühl hatte, ich habe zwar den ganzen Tag was gemacht, aber letzten Endes, wie die Saarländer so gerne sagen, ich habe da rumgewurschtelt, also ich weiß jetzt, mir fällt gerade kein hochdeutscher Begriff ein. Also ich habe den ganzen Tag was gemacht und habe trotzdem nichts geschafft bekommen. Und das verschafft ja letzten Endes nicht wirklich ein gutes Gefühl. Und indem du wirklich so diese kleinen Dinge auch mal aufschreibst und dich dafür anerkennst, machst du dir zum einen bewusst, was du heute eigentlich alles Geniales, Großartiges, wenn es nur so kleine Dinge sind, aber die vielen kleinen Dinge ergeben letzten Endes ja das Puzzle, das große Ganze, was wirklich heute alles war, sondern du signalisierst auch dem Universum, okay, das Thema ist jetzt, das erkenne ich an, das habe ich heute gemacht und du musst diese Erfahrung dann nicht nochmal machen, sondern es kann weitergehen auf der Stufe zu deinem Seelenplan, zu deinem Leben, wie du es dir einfach in deinen kühnsten Träumen vorstellst, auch wenn du es dir vielleicht noch nicht so ganz erlaubst, dir so ein großartig geniales Leben dir vorzustellen. Es sind alles kleine Puzzlesteine auf dem Weg dahin. Deshalb ist das Thema Anerkennung so wichtig. Aus dem Grund, dass du dir einfach mal bewusst machst, was heute eigentlich wirklich Positives, Tolles war in deinem Leben. Und du sendest in das Feld, in das energetische Feld da draußen im Universum auch raus. Okay, ich habe es anerkannt.
Ich erkenne mich dafür an, das ist gemacht, die Erfahrung muss ich nicht nochmal machen, es kann weitergehen. Ja? Das geschieht auch auf einer unbewussten Ebene, im gleichen Schritt, ohne dass du noch was speziell zusätzlich dafür machst. Hallo liebe Christiane, schön, dass du auch hier dabei bist. Okay, das ist das eine. Wenn du dir ein bisschen mehr Zeit gönnen möchtest dafür, um so den Tag zu beschließen, dann schreib gerne auch noch drei Dinge auf, zusätzlich, wo du anfängst mit dem Satz, ich bin so froh, dankbar und glücklich, dass. Also schau mal, für welche Dinge du heute zusätzlich noch dankbar sein kannst. Drei Dinge. Ein bisschen überlegen, dann fallen dir auch Dinge da ein. Weil wenn du dich damit beschäftigst, wird dir mit Sicherheit was einfallen. Und das beginnst du dann mit dem Satz, ich bin nur so froh, dankbar und glücklich, dass. Ja? So. Das ist ein Zeitaufwand, ja, ich sag mal von 5 Minuten, dann hast du das. Und dann, damit du wirklich mit einem zufriedenen Lächeln auch zu Bett gehst, diese Dinge, die ich gerade mit dir geteilt habe, und damit du auch deinem Unterbewusstsein und deinem Unbewussten etwas mit auf den Weg gibst, mit dem es sich nachts auch beschäftigen darf, wo es dir auch wie so ein inneres Navigationssystem, so ein unsichtbares Navigationssystem, dich auch leiten darf, ist, wenn du dir eine Zielcollage anfertigst, so mit 4, 5 Bildern aus verschiedenen Lebensbereichen oder mindestens 3 Lebensbereiche, beruflich, privat und gesundheitlich, wie dein Leben denn optimaler, nimm gerne in kürzeren Zeitraum von einem Jahr zum Beispiel, wie dein Leben in einem Jahr ausschauen sollte, was du in einem Jahr anders hast als jetzt, für den privaten, den gesundheitlichen und den beruflichen Bereich, also mindestens 3 Punkte, gerne auch mehr. Und dann schaust du auf Google zum Beispiel Bilder, schaust du, welche Bilder du findest, die genau das repräsentieren für dein Ziel. Dann machst du dir diese Bilder in eine PowerPoint-Datei, weil in einer PowerPoint-Datei kannst du sie schön in eine Form, in eine Größe bringen, dass das dann eben auch auf ein DIN A4-Blatt passt. Und dann druckst du dir das aus. Ich habe hier meine Zielcollage auch noch so im DIN A4-Format einfach, wo ich verschiedene Bilder da zu Papier gebracht habe, habe das dann in so eine Folie gemacht, in einfach eine Glassichthülle, habe die rundum zugeklebt. Ja, das war so eine Glassichthülle, die rundum auf war, ja genau. Ich habe die rundum zugeklebt, einfach mit Klebstreifen, damit sie ein bisschen geschützt ist, damit sich das auch nicht abgreift. Das habe ich auch als Lesezeichen, als ich noch einen klassischen Buchkalender hatte, hatte ich das auch als Lesezeichen immer in meinem Kalender liegen. Und so fütterst du jedes Mal dein Unterbewusstsein, wenn du da drauf guckst. Jetzt kannst du zusätzlich noch einfach bewusst abends hingehen, holst dir diese Zielcollage und guckst da drauf. Selbst wenn du nur 3 Bilder da drauf hast, für den privaten, den beruflichen und den gesundheitlichen Bereich, weil das sind ja 3 primäre Bereiche, die sehr essentiell sind, dass du ein wirklich erfülltes, glückliches, freudvolles Leben nach deinem Herzen dir erschaffst. Mein Beispiel, selbst wenn du einen Beruf hast, selbst wenn du deinen Seelenberuf hast und wirklich das machst, ganz authentisch, was deinem Seelenplan entspricht, aber krasses Beispiel, du gehst jeden Tag Fastfood essen oder kaufst dir Fastfood und steckst das in die Mikrowelle rein und du bist in einer total unglücklichen Partnerschaft, dann wirst du letzten Endes auch beruflich gesehen nicht deine volle PS auf die Straße bringen. So greifen diese Bereiche immer ineinander. So, wenn wir es auf diese 3 Bereiche beschränken und du hast das auf einer Zielcollage, dann guckst du, bevor du zu Bett gehst, nochmal auf diese Zielcollage drauf.
gehst in die drei oder wenn du vier oder fünf Bilder hast, in die Bereiche gedanklich und gefühlsmäßig rein und stellst dir vor, wie es ist, wenn es schon zur Realität geworden ist. Ja? Wie es ist, wenn es schon zur Realität geworden ist. Denn unser Gehirn unterscheidet in dem Bereich nicht, was jetzt Lebenswirklichkeit ist oder was noch im Außen zur Lebenswirklichkeit werden darf. Beispiel dazu, bisschen Futter für deinen Denker, damit er das auch greifen kann, was ich dir jetzt gerade hier so erzähle. Du kennst bestimmt die Situation, dass du mal auf der Couch gehockt hast, hast ins Fernsehen geschaut, hast vielleicht einen total romantischen Liebesfilm angeschaut, mit so einer total romantisch-traurigen Szene und hast da gehockt und hast, ja, wie die Saarländer so schön sagen, Rotz und Wasser geheult. Hast geheult wie ein Schlosshund. Warum? Weil dein Gehirn so in den Szenen des Filmes drin war, das hat nicht unterschieden, ist das jetzt Realität oder ist das jetzt nur ein Film. Weil letzten Endes hast du ja nur auf der Couch gehockt und hast dir diesen Film angeguckt. Okay? Und so fütterst du mit so einer Zielcollage einfach dein Unterbewusstsein und dein Unbewusstes, wenn du dann abends, bevor du zu Bett gehst, da nochmal drauf guckst, dir die Bilder anschaust, gefühlsmäßig auch reingehst, wie fühlt sich das an, wenn du deinen Traumberuf kreiert hast, deinen Seelenberuf, wenn du gesundheitlich wirklich auf dem höchsten Level bist, wenn du in deiner Traumbeziehung bist. Dein Unterbewusstsein unterscheidet da nicht. Deshalb ist das so wichtig, dass du da auch gefühlsmäßig und bildmäßig reingehst. Dann legst du deine Zielcollage zur Seite, gehst zu Bett, schließt deine Äuglein und gehst dann mit geschlossenen Augen nochmal deine Zielcollage durch. Gehst in jedes einzelne Bild nochmal rein. Und dann wirst du merken, wie du wirklich mit so einem zufriedenen Lächeln einschläfst, wie du relativ rasch einschläfst, weil dein Kopf, dein Denker sich dann einfach mit so viel positiven Dingen beschäftigt, dass du wirklich mit einem Lächeln im Gesicht einschläfst und natürlich zu einem anderen Schlaf findest, zu einem erholsameren Schlaf, weil dein Kopf sich nicht mit Problemen und Herausforderungen und dem ganzen Kram, der heute vielleicht nicht so prickelnd war, beschäftigt, sondern sich mit förderlichen Dingen beschäftigt, mit positiven Dingen beschäftigt und gibst zusätzlich deinem Unterbewusstsein und dem Unbewussten den Auftrag, wie ein Navigationssystem, sich nachts einfach zu programmieren, dass du dann wiederum im Tagesbewusstsein Schritt für Schritt in die Richtung gehst, in die Richtung dich bewegst, handelst entsprechend. Okay? Und dann wirst du auch merken, wie rasch du da Bilder nochmal austauschen kannst. Weil wenn du zum Beispiel da irgendeine kleine Traumreise, die du dir jetzt vielleicht noch nicht vorstellen kannst, die du gerne machen möchtest mit deiner Familie oder auch allein oder mit den Kindern, wie auch immer, wie schnell das dann zur Realität schon wird und du das Bild schon wieder auf deiner Zielcollage austauschen kannst und ein nächstes Bild, die nächste größere Reise oder was auch immer da drauf bringen kannst. Ja, also. Aber wichtig ist, dass du es bitte auch umsetzt, was ich dir hier jetzt so mit auf den Weg gebe, dass du nicht den Fehler machst, wie ich ihn früher viele Jahre gemacht habe. Ich habe Impulse bekommen und habe es nicht umgesetzt. Das ist das wirkliche Geheimnis dahinter, diese Impulse zu nehmen, uns auch wirklich, wirklich zu machen. Und wenn der Denker, der Verstand das mal dann mal wieder nach einer Woche oder so in Frage stellt, und das kenne ich von meinem Denker, von meinem Verstand auch nur zu gut, der dann versucht mir einzureden, ja, funktioniert ja doch nicht. Tu es. Der Denker, der Verstand, der will immer direkt greifbare Ergebnisse. Du hast eine Idee und hast jetzt so den Impuls bekommen, diese Idee zu verwirklichen und dann will der Denker, der Verstand immer gleich greifbare Resultate im Außen. Aber das funktioniert auf dem Weg nicht.
Der Denker, der Verstand, wir sind so dazu konditioniert, immer nur die Dinge auch zu glauben, die wir mit dem bloßen Auge sehen. Aber das hier sind Dinge, die wir einfach mit dem bloßen Auge nicht sehen können, wo wir einfach diese entsprechende Energie ins Feld aussenden und nach dem Gesetz der Resonanz ziehen wir ja die Dinge in unser Leben, die wir ausgesendet haben, was da auf Resonanz trifft. Wie ein Radiosender. Ein Radiosender, der auf der Frequenz, keine Ahnung, 95,0 aussendet. Nur was dieser Frequenz entspricht, kann er auch empfangen oder kann draußen empfangen werden. Und so ist das hier auch. Ja? Okay? Also, bewusste Check-out aus dem Tag, in dem du dir drei Dinge aufschreibst, für die du dich heute anerkennen kannst. Gerne auch noch drei Dinge aufschreiben, für die du heute dankbar bist. Beginne das mit dem Satz, mit dem Satzanfang: Ich bin so froh, dankbar und glücklich, das. Und dann Zielcollage dir zusammenstellen, in einer PowerPoint-Folie bearbeiten, dass du das schön auf dem DIN A4-Blatt ausdrucken kannst, in eine Folie machen kannst und dann morgens und vor allem auch abends, wenn du zu Bett gehst, dir diese Zielcollage anschaust und so deinem Unterbewusstsein und deinem Unbewussten den Auftrag gibst, wie so ein Navigationssystem, dich in die Richtung zu führen und zu leiten. Was dann nicht heißt, dass du natürlich auch darfst ins Handeln kommen. Wobei manchmal ist es auch so bei verschiedenen Dingen, wo ich manchmal staune, wie das Universum schon von ganz alleine da in Bewegung kommt und diese Realität auch teilweise erschafft, ohne dass ich noch groß was für tue, sondern dass es halt einfach auch zur Lebenswirklichkeit wird. Aber im Großen und Ganzen darf man natürlich auch was dafür tun, das ist klar. Also nur Bilder anschauen und gar nichts tun funktioniert natürlich auch nicht. Aber du wirst auch so einen inneren Drang haben, in der Richtung dann auch aktiv zu werden, weil du bekommst auch tagsüber Impulse und Ideen. Dein Unterbewusstsein arbeitet ja damit und deshalb sendet es dir auch Ideen und Impulse, um zu handeln oder vielleicht Kontakte zu Menschen aufzunehmen oder was auch immer es ist. Oder im Hinblick auf die Ernährung, mal um die Ecke in den Bioladen zu gehen, statt in den Supermarkt. Und dann wirst du nach einer Weile feststellen, wow, ich habe hier auf meiner Zielcollage auch stehen, gesündere Ernährung. Und dann schaust du mal und entdeckst plötzlich, ja, dass du dich im Grunde genommen schon ganz anders ernährst. So hängt das zusammen und so wirst du dann auch einfach geführt und geleitet, wenn du es denn umsetzt. Okay? Also ich kann es dir nur ans Herz legen, aus eigener Erfahrung. Ich habe es viele Jahre in meinem früheren Leben nicht gemacht. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich es wirklich kontinuierlich und zwar auch bis heute mache, hat sich wirklich mein ganzes Leben in der Richtung einfach gewandelt. Gut, meine Liebe, dann wünsche ich dir ein gutes Nächtle. Wir sehen uns. Bis ganz bald. Ciao.